Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode von meinem Elixier-Grundlagenkurs. In dieser Episode widmen wir uns dem Gleichheits- oder Equals-Operator und werden die entsprechenden Cones durcharbeiten. Ich würde sagen, als ersten Schritt wechseln wir mal auf die Konsole und starten unsere Cones. Ja, jetzt wo wir auf der Konsole sind, starten wir einfach wieder den Befehl Mix Meditate. Das hatte ich euch ja auch in der Einführung schon gezeigt. Dann werden nämlich immer diese Tests, die in den Cones enthalten sind, ausgeführt. Und jetzt sehen wir auch den ersten Fehler und können mal in unseren Editor wechseln. So, in unserem Editor gehen wir dann ins Lib-Verzeichnis und dann in die Cones und wählen da den ersten aus. Und dann sehen wir hier auch schon unseren ersten Cone. We shall contemplate truth by testing reality via equality. Also der Equality Operator funktioniert ja, ist ja einfach ein doppeltes Gleichheitszeichen. Hier wird angenommen, also assert, dass true gleich irgendetwas ist. Und was ist gleich true? Wahrscheinlich true. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und dann nochmal auf die Konsole wechsle, sehen wir hier, dass einer von 177 Cones schon erfolgreich war. Das heißt, die erste Aufgabe hätten wir damit erledigt. So, der Einfachheit halber habe ich hier jetzt mal beide Fenster nebeneinander gestellt, damit wir nicht ständig hin und her wechseln müssen. Dann können wir uns eigentlich der zweiten Aufgabe direkt widmen. Hier steht jetzt, not something is the opposite of it. Also ungleich true ist gleich. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das gleich false ist. Und wenn ich jetzt speichere, sehen wir auch am rechten Fenster, dass wir hier direkt zum nächsten Cone springen. Und zwar ist das hier 2 ist gleich 1 plus. Und da muss dann wahrscheinlich eine 1 hin, weil 1 plus 1 sind ja 2. Das war auch richtig. Wir kommen zum nächsten. Hier steht 1 ist gleich gleich 2 durch. Ja, vermutlich 2. Alles jetzt nicht so kompliziert. Aber wir sehen, wir können hier auch ganz normal Mathematik quasi betreiben. So, unless they actually are different. Also 3,2 ist ungleich 3, würde ich jetzt mal behaupten. Wäre auch richtig. 3,2 ist gleich 3,2 wäre wiederum true, also wenn wir hier nochmal eine 2 hinten dranhängen, wäre das auch richtig. Ihr seht, hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten. So, hier suchen wir jetzt nach größeren Dingen, also x ist größer gleich 3. Ja, 4 ist zum Beispiel größer als 3, auch das ist richtig. Und wir können auch vergleichen, ob etwas kleiner ist, also x ist kleiner als 3. In dem Fall können wir einfach mal 2 nehmen und dann sind wir hier mit den ersten Cone auch schon durch. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt über den Equals Operator und so ein bisschen, was wir auch mit Zahlen in Elixier machen können. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit Strings. Ich hoffe, ihr guckt da mal wieder rein.